Tragischer Unfall bei einem Autorennen zur Bergeuropameisterschaft in der Nähe von Braga in Nordportugal. Dieser Rennwagen kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Zuschauermenge. Zwei Zuschauer wurden getötet, mindestens 40 weitere größtenteils schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens, der Portugiese Manuel Barbosa, überstand den Unfall ohne Verletzung. Das Rennen am Rampa da Falpera wurde für eine Stunde unterbrochen, dann aber wieder aufgenommen. Nach Angaben der Organisatoren waren die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend. Allerdings hätten die überwiegend jugendlichen Zuschauer Barrikaden beseitigt, um näher an die Rennstrecke zu kommen. Die nächsten Nachrichten auf Euronews in